Nächste Frage hat der Reitschuster. Was ist los mit unserem Gesundheitsminister Jens Spahn? Am Montag sagt er ist für die Aufhebung der epidemischen Lage. Und dann kommt heraus, er gibt jetzt schon Tipps an die mögliche Ampelkoalition, wie man die Corona-Maßnahmen fortschreiben kann. Ich habe das heute in der Bundespressekonferenz auf den Tisch gebracht, am Mittwoch. Und die Reaktion, die war alles andere als vielsagend. Schauen Sie sich diese Reaktion an, schauen Sie sich auch meine beiden anderen Fragen an, schauen Sie sich an, was auf der Bundespressekonferenz los war am Mittwoch. Das Video nicht hier auf dem Zensurkanal, sondern da, wo man frei berichten kann, wo der Betreiber nicht glaubt, er könne entscheiden, was die Zuschauer sehen dürfen und was nicht. Ja, auf Rumble oder auf Odyssee ist das anzuschauen. Der Link ganz einfach unten zu finden. Was gibt es noch Spannendes? Schauen Sie rein auf mein Portal. Unglaublich, ein Hamburger Rechtsanwalt hat eine Lücke im Gesetz gefunden. Davon geht er aus. Und zwar kann man dort per Selbsttest und Videochat und später sogar ohne Videochat einen positiven Test bekommen, mit dem man dann wiederum unter die 3G-Regel fällt. Sehr spannend. Dazu noch viele andere Beiträge, zum Beispiel über mögliche Folgen der Impfungen. Halt, jetzt habe ich ja fast schon ein Wort gesagt, das man hier kaum noch sagen darf. Da droht sicher schon wieder die Zensur. Also nein, 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 das alles auf den zensurfreien Kanälen. Für mich ist es auch eine Frage des, ja, der eigenen Würde, würde ich jetzt fast schon sagen, dass ich mir das nicht bieten lasse, diese Zensur. Ja, was ich mir dagegen gerne bieten lasse, das ist, dass Unterstützer jetzt diese Merchandising-Artikel gemacht haben. Ich habe mich ja lange gewehrt, wollte es nicht. Jetzt gibt es die aber. Und wenn Sie das interessiert, einfach oben von mir aus, links von Ihnen aus, ja, rechts oben anklicken. Alles Gute, das war's für heute. Danke, ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster.